Deutschland gehen die Pässe aus und dieses Problem war bekannt. Die Ampel hat letztes Jahr das Gesetz geändert und hier ging es wirklich mit Ansage, mit Vollgas in den Keller. Wir haben hier noch ein paar Pässe ergattern können. Ich erkläre euch, worum es wirklich geht. Herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist schon wirklich peinlich, was in diesem Land passiert. Die Politik ändert Gesetze und Regeln und glaubt dann ernsthaft, es wäre danach alles so wie vorher. So zuletzt geschehen. Zum Ende des letzten Jahres ist der Kinderreisepass in diesem Land abgeschafft worden. Er war zuletzt nur noch ein Jahr gültig. Das heißt, mit Termin finden auf einem Bürgeramt, was in Berlin bis zu 6 Monaten dauern kann. Und dann hat man diesen Reisepass und dann gilt er, wenn man ihn ausgestellt bekommen hat, nur ein Jahr. Und ganz viele Länder machen zur Bedingung, wenn man dort einreisen möchte, dass der Pass noch mindestens 6 Monate gültig sein muss, wenn man ausreist. Heißt, effektiv konnte man diesen Pass 6 Monate im Jahr benutzen und dafür ist er wirklich Schrott gewesen. Jetzt war die Bundesregierung so clever und dachte, wir ersetzen die Kinderreisepässe mit richtigen Reisepässen. So, wann haben Sie das Ganze angekündigt? Letztes Jahr, 7.7.2023, haben Sie im Deutschen Bundestag die Modernisierung des Pass- und Ausweisgesetzes beschlossen und dort hieß es damals auch, man schafft nun die Kinderreisepässe ab und zwar zum Ende des vergangenen Jahres, also zum 31.12. Das heißt, von Juli bis Dezember gab es 5 Monate Vorlaufzeit. So, was haben wir nun für eine Situation? Wir haben jetzt Mai 2024. Wir haben die Situation, dass die Bundesdruckerei nicht mehr mit der Produktion dieser Pässe hinterherkommt und inzwischen auch keine Abhilfe mehr schaffen kann durch mehr Personal, denn man muss hier neue Produktionsmaschinen kaufen. Und was macht man dann stattdessen? Man kriegt jetzt solche Pässe. Also, wir kommen vom Regen in die Traufe und weil das Ganze so schön ist, hat der Chef der Bundesdruckerei sich auch noch sein Gehalt um 87.000 Euro pro Jahr erhöht seit letztem Jahr. Es ist hier wirklich an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, man feiert sich hier überall in den Bürgerämtern, ja, aber das dauert 4, 5, 6 Wochen. Ja, aber das ist peinlich. Das ist peinlich. Wenn man hier in Berlin als Thailänder in die thailändische Botschaft geht, geht man ohne Foto dort hinein, beantragt seinen Pass, seinen Ausweis. 4 Tage später darf man ihn abholen und er ist kostenlos. Das ist Service für die Bürger. Selbst im Ausland können die Thailänder hier quasi in Expresszeit einen Standardpass anfertigen. So, wie komme ich nun auf diese ganze Geschichte? Nun, ich wollte für eines meiner Familienmitglieder dann statt einem Kinderreisepass einen richtigen Reisepass beantragen. Hab das auch gemacht, den einen im Februar und den anderen Anfang April. Jetzt ist es so, ich habe ein gebuchtes Flugticket und der Reisepass ist bisher immer noch in Produktion. Ich bin diese Woche also extra auf das zuständige Bürgeramt gefahren, habe dort vorgesprochen und habe darum gebeten, man möge doch bitte versuchen, meinen bestellten Pass jetzt vorzuziehen. Ich bin auch bereit, die Expressgebühr zu bezahlen. Nee, also das würde nicht funktionieren. Ich kann ja dann einen vorläufigen Reisepass mir holen, aber dafür gibt es Bedingungen, das geht jetzt schon mal gar nicht. Das heißt also, die Bundesdruckerei wusste seit letztem Jahr Juli, dass man diese Pässe, die werden in den Bürgerämtern vor Ort ausgestellt, dann selbst ausstellen muss durch richtige Reisepässe, die aus der Bundesdruckerei kommen. Und jetzt sagt die Bundesdruckerei, ja tut uns leid, wir kommen nicht mehr hinterher, wir haben auch kein Personal, wir brauchen erstmal eine neue Produktionsmaschine für Reisepässe. Ich konnte das Ganze nicht glauben und habe mir dann erstmal rausgesucht, was denn bei der Gesetzesänderung damals besprochen wurde. Und da ist hier ganz lustig, ich kann euch die Drucksache hier sagen, es ist die 144-23, Beantragung eines Reisepasses. Dadurch, dass keine Kinderreisepässe mehr ausgegeben werden, wird angenommen, dass stattdessen reguläre Personalausweise oder Reisepässe beantragt werden. Daher wird davon ausgegangen, dass jährlich 77.000 mehr reguläre Reisepässe beantragt werden. 77.000 mehr Reisepässe. Und die Bundesdruckerei ist am Ende. Am Ende, sie brauchen mehr Personal, sie brauchen eine neue Produktionsmaschine. Also das kann vorn und hinten nicht stimmen. Wir hatten vorher knapp 1 Million Kinderreisepässe in Deutschland. Wenn ich 1 Million davon habe, wie ich dann darauf komme, dass ich nur noch 77.000 davon brauche, da ist ein großer Denkfehler. Sie sind nämlich hingegangen und haben die 1 Million aufgeteilt. Die eine Hälfte holt sich einen Reisepass, die andere Hälfte einen Personalausweis. Somit war es nur noch 500.000 zusätzlicher Passdokumente.
Jetzt haben Sie allerdings einen Rechenfehler gemacht. Dieser Reisepass für Kinder ist 6 Jahre gültig. Jetzt haben Sie die 500.000 durch 6 Jahre geteilt und kamen damit auf Ihre 77.000 pro Jahr. Dass aber am Anfang alle erstmal einen beantragen müssen, das haben sogar Sie hier im Gesetz vergessen. Das haben Sie vergessen. Und das ist an absoluter Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Es gibt hier Dutzende Meldungen aus den letzten Wochen hier. Verzögerung bei den Lieferzeiten von Reisepässen. Niederkassel informiert. Hier, Bundesdruckerei will die Kapazitäten erhöhen. Die Stadt Balve schreibt, die Bundesdruckerei kommt aufgrund außergewöhnlich stark angestiegener Antragszahlen nicht mehr hinterher. Und da muss ich wieder sagen, Leute, wo habt ihr euren Kopf bei der Arbeit? Es ist euer einziger Job in der Bundesdruckerei, solche Dokumente zu erstellen und Personalausweise. Jetzt habt ihr die Zahlen von den Ausweisen, die jedes Jahr beantragt wurden. Diese 77.000 mehr Reisepässe sind ja noch nicht mal 1% mehr als vom bisherigen Volumen, weil dann wären wir ja nur bei 8 Millionen Reisepässen. Wir müssen ja davon ausgehen, dass es von denen hier 10, 15, 20 Millionen gibt in diesem Land. Und dann schaffen sie diese Steigerung nicht. Und das ist eine katastrophale Lage in diesem Land, ja? Die blauen Ausweise, also nicht der grüne hier, sondern die blauen, die können wir ausstellen für die ganzen Flüchtlinge und so weiter, ja? Es wird hier jeder andere bevorzugt. Wir stellen hier fremde Ausweise, also wir stellen Passersatzpapiere für andere Staaten hier aus, aber für die eigenen Leute ist noch nicht mal mehr ein Reisepass da. Jetzt hieß es damals, ich soll einen Expresspass beantragen. Express heißt in Berlin bis 11 Uhr morgens beantragen, dauert 4 Tage. Das ist ja nicht Express. Also es ist ja wirklich nicht Express. Und jetzt heißt es, jetzt haben Sie sich herausgeredet, das hier wäre nur Produktionszeit 4 Wochen und dann brauchen Sie alleine noch 4 Tage, der wird in Berlin gedruckt, dieser Ausweis. In Berlin steht die Druckerei. Jetzt brauchen Sie 4 Tage, um in Berlin von der Druckerei zu dem zuständigen Bürgeramt diesen Ausweis zu fahren. Tut mir leid, also die wollen Krieg führen gegen Russland. Ich muss mich jedes Mal wieder zusammenreißen, um nicht völlig einfach diesen Staat auszulachen. Wie kann man nur mit ein paar Reisepässen überfordert sein? Aber wenn es um den Einzug der Steuern geht, dann sofort mit Zinsen und mit Mahnungen schön den kleinen Bürger drücken wollen. So, Herr Stefan Hofschen, Sie sind der Chef der Bundesdruckerei GmbH, eine hundertprozentige Firma der deutschen Regierung, des deutschen Staates. Das ist Eigentum auch von mir, auch von dir. Das ist im Eigentum des Bundes und damit im Eigentum der Allgemeinheit. Er hat sich seine Bezüge um 87.000 Euro erhöht. Er verdient jetzt 950.000 Euro im Jahr. Er verdient somit viermal so viel wie unser Bundeskanzler. Und ich wette, er leistet bestimmt viermal so viel wie unser Bundeskanzler. Allerdings nicht für diese Pässe hier. Jetzt ist es Tatsache so, dass wenn ihr jetzt einen Reisepass beantragen geht, ihr froh sein könnt, wenn ihr ihn für die Sommerferien Anfang Juli kriegen könnt. Und das ist ein Armutszeugnis für dieses Land. Das Land, was den Klimawandel aufhalten will, das Land, was eine grüne Transformation machen will und nebenbei noch Russland überfallen will, wie sie immer alle fabulieren, die kriegen es nicht mal hin, für ihre eigenen Kinder Ausweise auszustellen. Also, ich bin sehr entsetzt. Mir wurde heute sehr gut geholfen auf einem Bürgeramt. So einen schnellen vorläufigen Reisepass gibt es. Allerdings hätte man auch einfach den Kinderreisepass verlängern können um ein Jahr, ist gesetzlich verboten, also wieder Papiermüll produziert. Neues Papier mit Dienstsiegel produziert und bestellt habe ich ja gleichzeitig auch einen Reisepass. Der wird bestimmt kommen, wenn ich dann im Urlaub bin. Damit war ich jetzt diese Woche viermal auf dem Bürgeramt für einen Pass. Das ist Deutschland 2024. Das ist richtige Katastrophe. Alleine, dass man es nicht schafft, diese Pässe zeitnah zu produzieren, ja? Es wird digital übermittelt. Das ist nicht mehr wie vor 20 Jahren, wo wirklich jeden Tag noch einer mit so einer Dokumententasche zur Bundesdruckerei ist. Nein! Die scannen das Foto ja nur ein. Die scannen das Foto nur ein und dann wird das da drauf gedruckt und fertig ist die Geschichte. Ich verstehe nicht, wie das so lange dauern kann. Und es ist auch peinlich, es dürfte nicht so lange dauern. Man hat in Deutschland inzwischen schneller eine GmbH gegründet als einen Reisepass beantragt. Und das in einem gründungshassenden oder in einem gründungsfeindlichen Land. Deutschland hat hier mit der Abschaffung des Kinderreisepasses sich also keinen Gefallen getan. Die Bürgerämter stehen da, beantragen Reisepässe und Personalausweise für die Kinder jetzt. Und weil die Kinder dann doch schnell in Urlaub fahren, stellen sie reihenweise Passersatzdokumente aus. Und somit haben sie Erfüllungsaufwand nicht, wie im Gesetz behauptet, weniger, sondern einfach viel mehr. Auch dass sie im Gesetz davon ausgegangen sind, naja, die jetzt alle einen Reisepass haben, der ein Jahr gültig war, die kommen dann auf 6 Jahre verteilt.
Das würde ja bedeuten, dass da Kinder dabei sind, die 3, 4 Jahre gar keinen Ausweis haben. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Und das ist wirklich beschämend. Das ist beschämend, anstatt hier für die ganze Welt irgendwelche Leistungen zu versprechen und Dinge zu tun, müsst ihr endlich mal wieder euch um eure eigene Bevölkerung kümmern. Und diese Gehaltserhöhung bei der Bundesdruckerei, dass das überhaupt ohne einen Beschluss des Deutschen Bundestages passiert, finde ich eine Frechheit. Die Beteiligung liegt zu 100% beim Bund und dann hat der Bund auch über die Höhe des Gehaltes zu entscheiden. Und zwar in öffentlicher Debatte im Deutschen Bundestag. Und dann können wir mal darüber debattieren, ob der Chef der Bundesdruckerei mehr Geld wert ist als unser lieber Herr Olaf Scholz oder ob der Chef der Bundesdruckerei lieber mal dafür sorgen sollte, dass er Expressdokumente auch über Nacht produzieren kann. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie schlimm das ist, wenn ihr im Ausland seid und euch wird sowas geklaut, abhanden, es kommt euch abhanden und ihr braucht etwas mehr als einen vorläufigen, den kriegt ihr auf jedem Konsulat im Ausland. Wenn ihr sowas braucht, weil ihr im falschen Land seid zum Beispiel, oh, dann könnt ihr wochenlang dort festhängen. Das ist kein Spaß. Dieser hier zum Beispiel erlaubt nicht die Einreise nach Dubai. Es ist verboten. Damit ist auch die Einreise in Dubai verboten. Ausschließlich damit dürft ihr in Dubai einreisen. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, die Vereinigten Arabischen Emirate werden sich ihre Gedanken gemacht haben, warum sie hier auch die vorläufigen Pässe und die Kinderreisepässe der Deutschen hier nicht akzeptieren. Es gibt noch den blauen, den Flüchtlingspass, den akzeptieren sie auch nicht. Sie sagen nur, wer einen richtigen Pass hat, der lang genug gültig ist, darf bei uns auch hineinkommen. Das ist mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Das ist mir sehr sympathisch. Ich habe nur das Glück, ich fahre woanders in den Urlaub, wo dieser Pass akzeptiert wird. Ihr werdet es bald merken, wenn hier hinten auf einmal andere Hintergründe sind. Aber das ist ein anderes Thema. Deutschland schafft sich ab. Deutschland schafft vor allem seine eigenen Pässe ab. Es gibt noch nicht mal mehr Reisepässe in ausreichender Zahl für unsere Kinder. Also, wer jetzt noch abhauen möchte und auswandern möchte, bevor dieser große Krieg hier losgeht, Leute, beantragt eure Reisepässe. Aber mal zackig, beantragt eure Reisepässe. Damit bis bald.